Wir blicken zurück auf das Jahr, schauen natürlich auch nach vorne und üben ein bisschen Sweet Child O' Mine, das und mehr jetzt. Na, das ist mir doch gut geglückt heute mit dem Einkippen. Ich glaube, wir haben den 28. Wir haben heute den 128. Soundvlog. Herzlich willkommen dazu und damit den letzten Soundvlog im Jahr 2013. Wer hätte das gedacht? Ach, ich werde richtig sentimental und ich meine, hey, dieser Soundvlog ist ja auch eine gute Gelegenheit, um mal zurückzublicken auf das Pop-Jahr 2013. Es gibt einen schönen Artikel auf Spiegel Online, wo über Abrissbirnen und Pharrell Williams gesprochen wird, über interessante Marketingstrategien dieses Jahres. Und da können wir mal so ein bisschen drüber fliegen. Wie gesagt, Miley Cyrus ist ganz groß im Thema. Pharrell Williams war eigentlich bei niemandem so wirklich auf dem Zettel, aber es ist eben ein Produzent, der das super gut gemacht hat in diesem Jahr mit Daft Punk, ne, oder auch mit Robin Thicke, zwei unheimliche Knaller gelandet hat im Sommer und natürlich auch jetzt mit seinen eigenen Songs, ja, mit, wie heißt es, Happy, ne, sein 24-Stunden-Video und so, hat er auch wieder Schlagzeilen gemacht und einfach tolle Musik gemacht, ne, es ist irgendwie coole, gute Laune-Musik, schön Vintage-mäßig, also irgendwie hat das so einen gewissen echten Sound einfach, so ein bisschen dreckig und so und irgendwie wünscht man sich ja so einen Sound doch immer öfter im digitalen Zeitalter. Ne? Ansonsten haben wir hier noch über David Bowie so ein bisschen was stehen. David Bowie, der ja sehr, sehr überrascht hat mit seinem Album dieses Jahr. Ich trinke übrigens wieder aus meiner Jubiläums-Fantasse. Vielen Dank nochmal für die Zusendung. Wenn ihr mir auch eine Fantasse schicken wollt im nächsten Jahr, guckt in meine Kanalbeschreibung, da gibt es die Adresse zu sehen. Ich freue mich über alle Einsendungen. Und das ist ein tolles Symbol, um mir weiter auch Mut zuzusprechen für den weiteren Verlauf meiner Gitarrenkarriere sozusagen. Nein, aber zurück zu David Bowie. Es gibt in der BBC das ein oder andere Wirtschaftsmagazin, wo eigentlich überhaupt nicht über Musik gesprochen wird, aber als David Bowie sein Album rausgebracht hatte, das war dann doch dem einen oder anderen ein Kommentar wert. Also ihr merkt schon, durch kein Marketing schafft man es, sich an Orten ins Gespräch zu bringen, in die man sonst gar nicht vorgedrungen wäre, mit keinem Marketing der Welt. Ne? Das ist irgendwie ganz lustig, dieser Umkehrschluss, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dieses Kontrast-Marketing, mir fehlt noch so ein bisschen so ein fancyes Wort dafür. Gibt's bestimmt, aber mir fehlt es gerade. Auf jeden Fall hat sich Beyoncé genau dasselbe gedacht, ne? Auch einen ganz, ganz überraschenden Coup gemacht und wirklich über Nacht mit einem kompletten Album sich wieder zurückgemeldet. Wo ja auch viele lange drauf gewartet haben, wann kommt denn endlich wieder ein Album? Und ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen was über Lady Gaga stehen, den Flop des Jahres. Tut mir fast ein bisschen leid für sie. Das steht auch hier sehr, sehr gemein in dem Artikel, dass eigentlich alles richtig gemacht wurde, nur dass die Hits fehlen auf dem Album. Ich glaube, die Hits sind, also die Songs sind nicht schlecht, aber sie sind halt nicht zu Hits geworden. Ne? Ich glaube, das liegt auch nicht nur an der Musik in erster Linie. Musik ist natürlich mit das Wichtigste, aber dazu zählen eben noch genauso wichtige Faktoren, um wirklich einen Hit aus bestimmten Songs zu machen. Naja, und offensichtlich hat Lady Gaga da nicht so ganz den Nerv der Zeit getroffen. Und es ist aber auch immer schwierig. Ich fand Lady Gagas Art-Pop-Album einfach sehr mutig und irgendwie fand ich es eh immer schon faszinierend, wie sie es schafft, eigentlich nicht massenkompatible Sachen, also wirklich irgendwelche abgespaceden Kunstgestaltungen und so weiter, den Massen einfach vorzuwerfen und zu sagen, jo, das ist übrigens Kunst und das kann man auch toll finden. Und dann gab es eben wirklich auch Millionen Leute, die das gefeiert haben. Da war ich immer sehr erstaunt drüber und irgendwie war sie für mich oder ist sie für mich immer noch die faszinierendste Pop-Persönlichkeit, muss man wirklich sagen. Ich mache mal eben noch meine Halogenbeleuchtung aus. Und dann. Ah.
oder? Ist das jetzt besser oder schlechter als vorher? Es ist eigentlich auch mal ganz gut, so einen direkten A-B-Vergleich zu haben. Auf jeden Fall Lady Gaga, naja, das Album, ich hätte ihr da tatsächlich ein bisschen mehr Erfolg gegönnt, aber naja, vielleicht hätte sie es auch eher so anti-mäßig promoten sollen, wie das David Bowie auch gemacht hat, den sie ja immerhin auch zitiert in ihrem Video Applause. Ne? Zitieren ist zu viel verlangt, aber sie verkleidet sich ein bisschen mir fehlen sämtliche Vokabeln heute, als Hommage an David Bowie. Jetzt habe ich's. So, dann haben wir hier noch so ein bisschen was über Rapper stehen. Das ist echt interessant, wie viele deutsche Rapper wir haben, ne? Kollege Alligator, ich kenne die teilweise gar nicht. Grimm 104, kenne ich nicht. Shindy RAF 3.0, die kenne ich. Genetic, Echo Fresh, Prince Pi, Farid Bang, Shindy und Casper. Sido fehlt übrigens, oder? Auch mit einem neuen Album. Was gar nicht so schlecht ist. Es gibt ein, zwei Tracks, die ich sogar ganz gut finde auf dem Sido-Album. Ja, krass, ne? Also Deutschland, deutsche Musikkultur ist vor allem eben im Hip-Hop oder ich sag mal etwas gröber im Rap präsent. Auch Casper ist ja natürlich irgendwie kein Hip-Hopper, ne? Da hab ich auch eine Kritik drüber gemacht. Aber was ich ganz nett finde, dadurch, dass ich diese Albumrezension jetzt dieses Jahr gemacht habe, konnte ich ganz gut mithalten so in der Popwelt. Also hier in diesem Artikel stand keine einzige Überraschung für mich. Und das ist tatsächlich auch für mich neu. Ja, das hatte ich letztes Jahr schon eher, dass auch viele Pop-Sachen einfach an mir vorbeigingen. Irgendwelche Dinge, die eigentlich jeder kennen muss oder so, gehen an mir komplett vorbei. Und ich habe auch ein bisschen durch die Kommentare geguckt, in denen halt einfach auch steht, ja, da sieht man mal, dass Popkultur praktisch tot ist. Bei den Leuten, die können ja alle nichts, ja, die haben ja alle keine Ahnung von Musik und so. Wobei ich auch wirklich sagen muss, Black Sabbath hätte man hier auch ruhig mal auflisten können. Ja, oder Motorhead oder so. Es gibt ja auch durchaus die ein oder andere Pop-Release-Platte, die noch so richtig mit echter Musik ist. Ja, das fehlt so ein bisschen. Arctic Monkeys habe ich ja auch rezensiert, fehlt ja auch. Ist auch kein besonders tolles Album gewesen, aber naja, man kann nicht alles abdecken. Mir macht mein Kabel hier Probleme. Das Schlimme ist, ich weiß nicht genau, ob es wirklich das Kabel ist, aber ich glaube ja. Toll, jetzt will ich hier endlich anfangen zu spielen und dann klappt das mit dem Kabel nicht. Das Witzige ist, ich habe nichts gemacht, das lag hier einfach rum. Ich bin da keinmal mit einem Stuhl drüber gefahren oder sonst was. Aber ich fürchte, das Kabel hat die besten Tage seines Lebens hinter sich. So, okay. Also, ich habe mir nochmal Tutorials angeguckt, Lessons angeguckt auf YouTube, wie man denn dieses ganzen Roses-Dingen spielen kann. So. Und da wird dieser zweite Ton auch mit dem Zeigefinger gespielt. Das ist anscheinend die gängigste Variante und ich muss auch wirklich sagen, damit kann ich es einfach gebundener spielen. Das werde ich jetzt einfach mal üben. Ich finde das überhaupt nicht schade, dass ich das vorher anders gemacht habe, weil ich finde, das, was ich da vorher geübt habe, das war nicht komplett umsonst, wenn man jetzt einen Finger mal austauscht. So. Aber bevor wir das spielen, putze ich einmal meine Nase. So, nachdem das erledigt ist, ist natürlich jetzt meine Zeitangabe von 9 Minuten 14 natürlich wieder komplett überflüssig, weil ich keine Ahnung habe, wie lange jetzt dieses Element, was ich jetzt rausschneide, dauert. Deswegen, meine Damen und Herren, ich habe mich dafür entschieden, den Zauberknopf einzuführen im nächsten Jahr. Ich weiß noch nicht, ob direkt ab Anfang, wahrscheinlich noch nicht, es wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern, bis es irgendwie funktioniert. Aber auch für solche Sachen, wenn ich mal irgendwie und meine Nase läuft und läuft, ja, die läuft ja seit Monaten, ne? Ich habe seit Monaten Probleme, dass andauernd meine Nase läuft. Und das ist einfach auch Aufwand, das nachher rauszuschneiden, die Stelle zu finden. Da ist es echt praktischer, einen Zauberknopf zu haben, wo man sagt, so, ich schalte einmal aus, ich putze mir die Nase und schalte mich wieder an. Ob ich es dann auch zum Üben benutze, wenn ich spezielle Passagen irgendwie immer mal wieder wiederholen möchte,
Das weiß ich noch nicht, aber ich werde mir den Knopf hier erstmal hinlegen. Und hey, wir können ja hier alles ausprobieren. Wir haben so viel schon ausprobiert. Ich meine, guckt euch mal die ersten Videos an zu heute. Es hat sich so viel verändert. Und dieser Zauberknopf ist eigentlich nur ein konsequenter Schritt, um weiterzugehen. Und hey, wenn ich den drin habe, dann könnte ich auch wieder genau sehen, wie weit das Video ist zeitlich. Das befriedigt mich immer ungemein, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Okay, so viel zum Thema Zauberknopf. Jetzt machen wir erstmal... So, Zeigefinger. Also das funktioniert schon super. Wir können ja mal ein bisschen Klick machen. Machen wir mal direkt Tempo 110. Gucken wir mal, wie das klappt. So. Oh, nochmal. Klingt ein bisschen verstimmt, die Gitarre. Ich habe die vorhin gestimmt extra. Ich finde, die klingt schlimmer als gestern, wo ich sie noch nicht gestimmt hatte. Diese beiden, die klingen nicht so richtig harmonisch. Das müsste ja eigentlich eine Quinte sein, ne? So ungefähr müsste die eigentlich klingen. Aber wenn ich ganz normal spiele, dann ist die Quinte ein bisschen zu klein. Und das ist immer tödlich. Wenn eine Quinte zu klein ist, dann wird die zum Tritonus, zum diabolischen Teufelsintervall. Ich muss die quasi so ein bisschen nach oben bänden, damit es sauber wird. Das ist aber irgendwie nicht die feine Art. Okay, ich habe die jetzt einen Tick nach oben gestimmt. Ach, das wollte ich doch nicht. Nochmal. Besser. Das klingt alles nicht so richtig doll, ne? Der ist auch zu tief. Also ich neige dazu, habe ich festgestellt, wenn ich nach Gehör stimme, die obere E-Seite immer einen Tick zu hoch zu stimmen, aber ich finde, das klingt gut, witzigerweise. Ich finde, dass jede Harmonik dadurch eher besser klingt als schlechter. Weiß ich nicht, woran das liegt, aber... Boah, jetzt ist aber auch wieder komisch. Boah! Thank you.
Jetzt war die auch komisch. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Comments, wo ihr meint, Klaus, es gibt übrigens so eine Erfindung, die heißt Stimmgerät, die kostet 10 Euro, kannst du dir mal anschaffen. Ihr Lieben, ich will auch irgendwie mein Gehör so ein bisschen schulen und es ist bei mir auch morgens irgendwie witzigerweise schlechter als im Laufe des Tages. Und wir haben ja schon gelernt, je nachdem, in welchem Bund ich hier gerade so unterwegs bin, klingen die Intervalle auch manchmal einfach unsauberer. Das liegt in der Natur der Sache. Was mir auch gar nicht so klar war, als ich anfing, Gitarre zu spielen. Aber theoretisch müsste man hier irgendwie an diesem Steg hier oben oder keine Ahnung, an den Bünden an sich oder irgendwo müsste man auch noch immer gewisse Korrekturen durchführen, um wirklich eine gleichstufige Stimmung auf allen Seiten zu gewährleisten. Das ist also physikalisch viel schwieriger, als man denkt. Also nochmal. Ich vergesse jetzt einfach mal hin und wieder meinen Zeigefinger. So klingt es doch halbwegs sauber. Ja, da gibt es so ein paar Mute-Töne, die will ich eigentlich weghaben. Schade, nochmal. Nochmal. Weiter. Ich muss mal jemand ans Telefon. Und wieder einmal wäre das ein fulminanter Auftritt für meinen Zauberknopf gewesen. Naja, Hauptsache der Kaffee ist noch warm. So, also nochmal. Ich will weniger muten. Nochmal. Nur den hier. Und nochmal. Es will nicht. Das war der erste, der geklappt hat. Jetzt von diesen 15 Versuchen, die ich gemacht habe, war das jetzt der erste. Yes, der hat geklappt. Ah, jetzt läuft's langsam. Okay, mal langsamer. Okay, bauen wir das mal ein in den Kontext. Okay, das zählen wir. Da habe ich nur die Seite wieder nicht getroffen, aber gegriffen habe ich richtig. Thank you.
Okay. Machen wir das doch ruhig einmal nochmal zu dem Backing-Track, bevor wir uns mal die nächsten Stellen angucken aus dem Song. So, immer noch ist Ozzy Osbourne Crazy Train beliebter als Sweet Child O' Mine. Dabei klicke ich das doch jetzt jeden Tag an hier. Gibt's doch gar nicht. Okay, es geht los. Ganz schön schnell. Und schon verfalle ich in meinen alten Fingersatz. Akkorde A, C und D. Können wir mal ausprobieren? Witzig. Oh, nochmal. Ich glaube, jetzt kommt der hier wieder. Nein, noch nicht. So, und jetzt aber, ne? Okay, das muss leider für dieses Jahr reichen, was mein Gitarrenspiel angeht. Sweet Child O' Mine, ja, klappt so, ich sag mal so 30% habe ich von dem Lied jetzt ungefähr drauf. Wenn ich es wirklich begleiten können möchte, muss ich natürlich diese Übergänge richtig gut drauf haben. Und was ich natürlich auch drauf haben muss, ist diese ganze Solo-Sache da, ne? Dieses Da-da-dam. So nämlich schon mal nicht. Thank you.
Irgendwie so, keine Ahnung, wo man das genau spielen soll. Und dann gibt es natürlich noch das Heldensolo in der anderen Tonart, aber das werde ich natürlich so schnell nicht hinbekommen. Das ist natürlich wirklich hohe Kunst. Da gibt es ja wirklich das Show-Off für den Gitarristen, wo er mal richtig zeigen kann, was er drauf hat. Und ich kann da zeigen, was ich nicht drauf habe. Da weiß ich nicht, ob ich mich da auch rantrauen soll. Erstmal wahrscheinlich nicht. Aber wir können bei dieser Gelegenheit über andere Vorsätze reden, die man irgendwie sich vornimmt fürs nächste Jahr. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte mehr Sport machen, ein bisschen mehr joggen und so, weil das gut für meinen Rücken ist. Also tatsächlich, joggen ist natürlich auch so gut für Fitness insgesamt. Aber ich merke halt, wenn ich gar nichts für meinen Rücken tue, und Schwimmen gehört natürlich auch dazu, aber auch Joggen, dann habe ich Rückenschmerzen. Vielleicht auch, weil ich viel schleppen muss. Ne? Ich muss immer Laptops und E-Pianos und was weiß ich durch die Gegend schleppen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man einen starken Rücken hat. Und dementsprechend mehr Sport. Was habt ihr denn noch so geschrieben? Better Producing schreibt mir: Ich finde es gut, dass du auch politische Themen in den Soundvlog mit aufnimmst. Am Anfang dieses Videos warst du voll unsicher. Mehr Selbstvertrauen bitte. Du zerdenkst das irgendwie. Ich zerdenke so manches. Aber wenn ich da so unsicher wirke, muss ich nochmal drauf achten, was du da genau meinst. Aber kann natürlich schon mal sein. Ich habe dadurch, dass ich jeden Tag hier fleißig Videos mache, habe ich natürlich immer sehr, sehr unterschiedliche Verfassungen. Durchaus habe mal vielleicht keinen Bock oder Zeitstress, wie jetzt gerade übrigens. Oder irgendwelche anderen Gründe, warum ich möglicherweise gerade nicht so wahnsinnig gut artikuliere oder so wahnsinnig gut spiele oder so wahnsinnig unlustig bin, keine Ahnung. So, weiter geht's. Die Fakten zum Privatfernsehen finde ich sehr interessant. Ich kann verstehen, dass du das mit den Annotations nicht machst wegen Aufwand. So, das mit den zwei Videos findest du nicht schlecht. Der Soundvlog lebt von der Transparenz, aber es ist dein Kanal und nicht meiner. Ja, immer diese Transparenz, der Soundvlog lebt von der Transparenz. Ich glaube, was für mich halt das Killer-Feature an Webvideo ist, ist, dass ich hier tatsächlich einfach stundenlang Videocontent hochladen kann und wirklich öffentlich machen kann. Und jeder könnte es, wenn er möchte, gucken. Das geht mit keinem anderen Medium der Welt. Ne? Das geht nur mit Webvideo. Und deswegen ist irgendwie so der Reiz, da auch längere Videos online zu stellen. Aber die Tendenz geht halt voll klar dahin, so alles, was länger ist als 10 Minuten, empfindet man schon als langes Video im Internet. Das ist einfach ein unheimlich schnelllebiges Medium. Und wie gesagt, ich werde den Zauberknopf erstmal mir so technisch programmieren. Wer weiß, vielleicht habe ich da ja auch noch enorme Schwierigkeiten mit. Also wenn ihr wüsstet, wie mein Plan ist, das umzusetzen, das ist schon nicht so einfach. Da musste ich auch echt lange knobeln, wie das überhaupt machbar ist, aber jetzt habe ich immerhin einen Weg gefunden, wo ich auch wirklich sagen könnte, so müsste es eigentlich funktionieren. Aber so ganz easy ist das alles gar nicht. Von daher, ich brauche noch ein paar Nächte, die ich mir um die Ohren schlagen muss, um diesen Zauberknopf zu etablieren. Dann vielleicht erstmal für irgendwelche Unterbrechungen, die ich einfügen muss, weil meinetwegen das Wasser für meine zweite Kaffeekanne gerade fertig gekocht hat. Oder falls Complete 9 geliefert wird, worauf ich seit 2 Monaten warte. Das kann natürlich immer mal passieren. So, dann meine Vorsätze für 2014 sind mehr üben, mehr produzieren, vielleicht mehr Videos machen und die Schule gut weiterführen. Ja, Schule gut weiterführen ist ein guter Vorsatz. Mehr produzieren, mehr machen, mehr üben und so. Klingt alles gar nicht so schlecht. Ich werde das Gitarreüben so beibehalten. Ich möchte vor allem auch mehr Musik selber komponieren im nächsten Jahr. Einfach in der Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwie ein Zeitfenster für finde. Das hängt einfach davon ab, wie viel Zeit habe ich. Aber ich werde wirklich eher noch darauf achten nächstes Jahr, dass ich mir vielleicht gewisse Freiräume schaffe, wo ich sage, hier komponiere ich meine Musik. Und mal schauen, das wäre natürlich cool, im nächsten Jahr ein ganzes Album zu schreiben, vielleicht aber auch nur ein paar Tracks. Hauptsache so ein bisschen was. Wenn man das eine lange Zeit nicht mehr gemacht hat, und bei mir ist es jetzt schon fast ein Jahr her. Ich glaube, vor 10 Monaten habe ich mein letztes Bühnenprogramm geschrieben und das war's. Ne? Seitdem nichts mehr. Und ich möchte vor allem jetzt auch mal was logistisch und ökonomisch und so realistisches schreiben. Also etwas, wo man nicht 10 Gabelstapler für braucht und 8 Hubschrauber, sondern irgendwas, was man auch wirklich im realen Leben aufführen kann.
Und wer weiß, vielleicht kann ich damit auch ein bisschen öfter mal auf verschiedene Bühnen gehen und nicht so ganz, ganz krass nur für dieses eine Projekt was schreiben. Ne? Das fände ich schon mal cool. Das ist so mein Vorsatz. Ansonsten habt ihr, glaube ich, noch nichts geschrieben, weil das Video auch noch nicht so lange online ist. Aber das ist ja schon mal was. Ne? Wenn ihr sonst noch Vorsätze habt, ich meine, Neujahr ist ja erst morgen, dann schreibt es unter dieses Video. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Inputs und wer weiß, was ich mir vielleicht noch davon abschneiden kann. Eigentlich würde ich auch gerne ein bisschen mehr singen lernen, vielleicht tatsächlich auch Gesangsunterricht nehmen. Dafür wird es aber keinen Soundvlog geben. Da muss ich auch gucken. Das ist einfach auch alles schon enorm viel, was ich mir da vornehme. Schon allein den Soundvlog so fortzuführen, wie ich ihn gerade betreibe, das ist schon ein enormer Vorsatz fürs nächste Jahr. Aber der steht bei mir prioritätenmäßig natürlich auch ganz oben auf der Liste. Ich verabschiede mich für dieses Jahr. Wir sehen uns ja direkt morgen wieder, nachdem ihr ausgeschlafen habt, zum 129. Soundvlog. Bis dahin trinke ich meinen Kaffee auch noch schön brav aus und sage Tschüss.